Das Brody! Way to go! Ja, hallo Andi. Hi. Ich muss dich mal was fragen. Ja. Und zwar, ich verstehe da eine Sache nicht. Und ich glaube, dass es sehr viele Leute interessieren würde und auch sehr viele Leute nicht verstehen. Du bist bekannt als der Brony-Hater Nummer 1 auf YouTube. Natürlich, Bronys sind alle verweichlichte, schwanzgesteuerte Brony oder Töchter, wie auch immer. Ja. Ich meine, ey, ihr Feministen, ich mach da keinen Unterschied. Das sind alles Loser. Ja. Die haben alle verloren. Auch nur, dass sie überhaupt unsere Luft atmen dürfen, ist eigentlich schon eine Frechheit. Tja, und die Ponys magst du eigentlich auch nicht. Aber wieso hast du dann ein ganzes Zimmer voller Pony-Sachen? Genau, das ist ja wohl voll der... Das ist ein bisschen kontrovers. Ja, das ist nicht kontrovers, das ist absolute Logik. Ich meine, hast du jemals diesen Spruch gehört? Deinen Freunden sollst du nahe sein, aber deinen Feinden noch näher? Also damit man richtig begreift, was in diesen hirnverwachsten Köpfen stattfindet, die nicht mal fähig sind, überhaupt nur eins und eins zusammenzurechnen, damit man sich selber sozusagen runterrechnet und auch nur ansätzlich versteht, weil wir wollen ja ein bisschen empathisch bleiben. Ja, diese Schwachköpfe sind ja auch nur Menschen. Ja, zwar behinderte Menschen, aber sie sind Menschen. Und damit man die irgendwie so ein bisschen besser verstehen kann, muss man sich natürlich mit der Materie auseinandersetzen und muss halt so Dinger da kaufen, Plüschtiere, die man halt in seiner Kindheit das letzte Mal in der Hand hatte, damals da, wo sie noch irgendwie Sinn gemacht haben und jetzt mittlerweile nicht mehr. Und wenn man die dann so ein bisschen knuddelt und so ein bisschen so bei sich hat, dann weiß man auch gleich, was in solchen Köpfen vor sich geht, nämlich gar nichts. Und das ist nämlich der Fall, ich bin einfach so intelligent, ich muss irgendwie mich so ein bisschen runterschrauben. Dann bin ich auf dem gleichen Level und kann halt auch entsprechende Hater-Videos machen, die dann sogar die Idioten verstehen, weil nämlich sonst kapieren die meine Videos nicht und wissen gar nicht, dass ich sie eigentlich anmache. Guck mal, probier doch mal. Gleich, wenn du das Pony in deiner Hand hast, dann müsste eigentlich deine Kuh gleich automatisch sinken. Pass mal auf, ja. Oh, ich sehe schon dein Gesicht. Ah ja, das, die Rechenarten verschwinden. Die deutsche Sprache wird... Ja, klar. Bist du nicht mehr mächtig? Und ja... Ja, also, wie geht's jetzt so mit dem geistigen Niveau von Toastbrot? Toastbrot? Es kommt auf das Brody. Okay. Das sollte nur so ein Testmist sein, weil wir probieren ja das Mikrofon aus. Das sind Andis wirkliche wahre Worte. Ja, genau.